wie du in Windows 10 das Passwort deiner aktuellen WLAN-Verbindung herausfindest und wie du die Passwörter früherer Verbindungen auslesen kannst, das zeige ich dir jetzt. Um in Windows 10 das Passwort deiner aktuellen WLAN-Verbindung herauszufinden, klickst du hier unten einmal in die Suche und suchst nach Netzwerkstatus. Dann klickst du hier oben auf Netzwerkstatus. In diesem Fenster scrollst du ein Stück nach unten. Dann klickst du hier ganz unten auf die Adapteroptionen. In den Adapteroptionen suchst du nun nach WLAN. Möglicherweise findest du ja auch Ethernet, aber das wäre dann Kabel. Also schauen wir bei WLAN und machen dann einen Rechtsklick. Und als nächstes klickst du hier auf Status. Bei dem Status klickst du dann auf Drahtlos Eigenschaften. Und hier wählen wir jetzt oben den Reiter Sicherheit. Als nächstes steht hier der Sicherheitsschlüssel und den kannst du dir auch in Klartext anzeigen lassen, wenn du hier einen Haken setzt und das Ganze bestätigst. Dann kannst du den Sicherheitsschlüssel zum Beispiel abschreiben und irgendjemanden geben, der sich mit dem Netzwerk verbinden möchte. Übrigens, du findest deinen WLAN-Schlüssel in der Regel auch auf der Rückseite von deinem Router. Wenn du also eine Fritzbox verwendest, dann schau doch mal auf die Rückseite, dort müsste der stehen. Die Passwörter der WLAN-Netze, mit denen dein Windows-Computer bereits verbunden war, werden in der Regel gespeichert. Jetzt werde ich dir zeigen, wie du herausfinden kannst, ob bei dir Passwörter gespeichert sind und, wenn ja, wie du diese auslesen kannst. Um alle deine gespeicherten WLAN-Passwörter auszulesen, mit denen dein Computer bisher verbunden war, klickst du hier unten in das Suchfeld und suchst nach CMD. Dann wählst du hier als Administrator ausführen. Sobald die Eingabeaufforderung bei dir geöffnet ist, gibst du folgendes ein: NetSH Leerzeichen WLAN Show Profile. Und das bestätigst du einmal mit Enter. Alle Profile sind gespeicherte WLAN-Verbindungen. Den Namen siehst du rechts daneben und davon kannst du nun die Passwörter auslesen. Dazu gibst du folgendes ein: NetSH WLAN Export, dann Profile. Dann müssen wir das in einem Ordner speichern. Dazu schreiben wir hier Folder. Und dann ein ist gleich, das machen wir auf Laufwerk C. Und dann schreiben wir rein, Key ist gleich clear, damit wir das Ganze lesen können. Und dann bestätigen wir das mit Enter. So, und jetzt steht hier, das Schnittstellenprofil von Name XY wurde erfolgreich in der Datei WLAN-NameXY.xml gespeichert. Und die können wir jetzt natürlich öffnen. Dazu drückst du die Windows-Taste und E gleichzeitig, einfach um dieses Explorer-Fenster hier bei dir zu öffnen. Und dann wählst du dieser PC und dann gehst du auf das entsprechende Laufwerk. Ich habe das ja auf C gespeichert und deswegen werde ich C jetzt öffnen und dann scrollen wir nach ganz unten. Ganz unten müssten wir hier unsere neu angelegte Datei finden und die können wir jetzt öffnen. Dazu machst du hier einen Rechtsklick drauf und wählst einmal Öffnen mit und klickst dann auf den Editor. Wenn die Datei bei dir geöffnet ist, dann findest du hier ganz oben den Netzwerkname und weiter unten bei Key Material, hier findest du das entsprechende Passwort. Möchtest du jetzt einen weiteren Computer mit deinem WLAN verbinden? Dann kannst du zum Beispiel hier klicken für eine Anleitung mit Windows 10 oder hier eine Anleitung mit Windows 11. Da werde ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie du das Netzwerk auf so einem Computer einrichten kannst. Ich sag dann Ciao, mehr von mir siehst du hier und dann bis zum nächsten Mal.